طلع البدر علينا بثنيات الوداع. جو بايدن gewinnt die US-Wahl. Liebe Geschwister im Islam, was wird es sein? Würde es endlich Frieden geben? Oder wird es vielleicht doch zu einem dritten Weltkrieg kommen? Oder was wird geschehen? Die Frage, die Antwort. Die Antwort ist bei Allah. Jalla fi ala. Allahu alam, was passieren wird. Aber liebe Geschwister, man soll sich nicht darauf etwas erhoffen, dass man sagt, ja, Trump ist ein so und so und das ist ja eine Katastrophe und jetzt haben wir jemanden als US-Präsident, als ein mächtiger Mann in dem Sinne, der besser ist als Donald Trump. Du weißt es nicht, wer von denen, also weiß gar nicht, ob jetzt nach Joe Biden, nach seinem Amtseintritt es schlimmer sein wird. Die Sache ist aber ganz klar, Subhanallah, Allah Jalla fi'ala hat sinngemäß im Koran gesagt, Allah wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bis sie das ändern, was in ihnen ist. Ja? Kein Joe Biden, kein Trump oder keine Merkel oder irgendein anderer Kanzler ändert unsere Lage. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen uns selbst verändern, wenn wir den Erfolg für die Muslime wollen. Und ich glaube nicht, dass ein gottesfürchtiger Mann irgendwie ins Weiße Haus kommt und dann US-Präsident wird. Versteht ihr, was ich meine? Diese Leute sind nicht unsere Geschwister. Diese Leute, das sind nicht Leute, die dich lieben. Das sind nicht Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt Präsident, ich werde, wenn jetzt nicht irgendwas passiert. Man weiß ja nicht, kann ja durchaus sein, dass dieser Trump Filme macht, wie es gesagt wird, und dann, dass da irgendwas, Allahu alam, was da alles passieren könnte. Die Sache ist aber nicht, dass man sich jetzt darauf etwas erhofft und sagt, boah, ja, jetzt gibt es hier keine Kriege mehr oder hier, die Muslime sind gerettet und Joe Biden ist nicht so ein Rassist und so. Ja, ja, Uchti. Mann, Mann, Mann. Habt ihr nicht gelernt, dass viele gegen den Islam sind, weil es die Wahrheit ist und dass sie uns bekämpfen, wo sie auch nur können, in der Musik, hier, dies, das. Sie machen tausende Sachen, um uns zu bekämpfen, aber letztendlich wird der Islam siegen, mit dir oder ohne dich. Deswegen, wir müssen stark sein. Wisst ihr, ob der Präsident ist, ob der oder der oder der, die Leute sind sowieso gegen uns. Diese Leute sind sowieso gegen uns. Die lieben dich nicht. Vergiss es. Bitte, bitte vergiss es. Ja? Abonniert den Kanal für mehr und eine sehr wichtige Nachricht an euch. Jetzt, jeden Mittwoch und Donnerstag, gibt es zwei Vorträge von einem Sheikh. Hamad Abu Bara werden auf diesen Kanal hochgeladen. Und um 18 Uhr Mittwochs, Donnerstags, ja. Es ist wieder wie früher, inshallah, es wird mehr getan. Und damit ihr auch Teil dazu beiträgt, dass die Sache explodiert auf meinem Privataccount, es wird bald eine Verlosung geben von einem Buch, das Gebetsbuch, ungefähr 16, 17 Bücher. Kostenlos, ich schicke euch das nach Hause. Aber bitte nur diejenigen natürlich, die dann auch dementsprechend neu immer praktizieren sind oder neu konvertierte sind. Dazu gehört auf jeden Fall, dass ihr den ersten Link in der Videobeschreibung abonniert und Abonnenten auch von Der Islam Vermindet YouTube seid. Instagram könnt ihr auch gerne abonnieren. Dort wird die ganze Sache auch starten, wenn es soweit ist, die Tage. Dort werde ich das posten, deswegen geht auf Instagram Der Islam Vermindet und wenn es anfängt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt. Und abonniert den ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt oder islamische Nachrichten jeden Tag haben möchtet, schreibt mir auf WhatsApp. Ich liebe euch für Allah. Euer Bruder Gassan von Der Islam Vermindet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.